Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir uns hier in Corphea spielen können. Und zwar droppt es von dem Rare, der sich hier gerade hinter mir befindet. Der heißt Konkrotz der Zerstörer. Und dieser Mob spawnt nicht an einer bestimmten Stelle, sondern der kann spawnen, nachdem man irgendeinen Rare hier in Corphea umgehauen hat. Heißt, wenn ihr irgendeinen von diesen Rares hier tötet, egal wo, hat es eine gewisse Chance, dass ein Portal spawnt. Und aus diesem Portal kommen dann Haufen von diesen kleinen Mobs raus. Übrigens, es gibt dann auch eine Nachricht im ganzen Gebiet, die man auch sieht. Ich kann euch das mal zeigen. Hier ein riesiger Verschlinger reißt einen Durchbruch nach Corphea. Und es dauert ein, zwei Minuten, bis der Rare rauskommt. Also sprich, wenn wir uns einen Haufen kleine Wellen hier besiegen, dann kommt der große Rare raus. Man sieht es auch, wenn man nicht gerade hier in der Höhle ist. Es geht so ein riesen Lichtstrahl nach oben. Also man sieht es auch von einer gewissen Entfernung. Und ja, dann kommt der Mob raus. Und wenn man den umboxt, hat man dann eine gewisse Chance auf einen Mount. Und dieses Mount habe ich auf dem Twink schon bekommen. Ich switch jetzt hier gerade mal rüber. Und zwar ist es dieses Mount hier. Das ist Tobin der Zerfleischer. Und das können wir uns jetzt dann gleich einmal anschauen, beziehungsweise wir werden uns jetzt einmal parallel nochmal die Drop-Chance angucken. Ich kann euch nicht sagen, ob das Event jeden Tag da ist. Die ersten zwei Tage vom Patch habe ich einige Rares umgehauen und nie das Portal gesehen. Ab dem dritten Tag war das Portal ständig da. Jetzt im vierten Tag habe ich es jetzt das erste Mal heute gesehen, also wenn, dann ist die Chance nicht so hoch oder das Event kann nur alle paar Tage quasi einmal auslösen. Ich zeige euch jetzt mal hier die Drop-Chance. Wir haben hier das Mount und zwar Toben der Zerfleischer und wir haben insgesamt 4% Drop-Chance. Ich habe es jetzt insgesamt schon zweimal selber rausgelootet, vielleicht hatte ich Luck, ich habe es am dritten Tag vom Patch, glaube ich, den Boss drei oder viermal gekillt, zweimal das Mount rausgelootet. Jetzt habe ich ihn gerade nochmal umgehauen. Also hatte ich wahrscheinlich ein ganz glückliches Händchen. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Tobin der Zerfleischer wird einmal gelernt. Und dann mounten wir mal auf. Tobin der Zerfleischer. Hier haben wir das. So sieht das aus. Das ist mal ein komplett neues Model, würde ich mal behaupten. Und da würde ich sagen, schauen wir uns auch mal das Mount Special an. Ja gut, okay, das Mount Special haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht um. Sieht aber ganz nett aus, ist quasi auch so ein Verschlinger-Mount. Und ja, eigentlich ein ganz cooles Ding. Ich habe es jetzt relativ zügig ergattern können. Wenn ihr das farmen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich nebenbei einfach bekommen, wenn ihr hier quasi Edi Rare spawnt. Wie gesagt, es kann halt wirklich auf jedem von den Spots spawnen sehen. Ich habe es gesehen bis jetzt hier einmal in der Höhle, wo wir gerade waren auf dem Rare. Da droppt nämlich ein Pet, deswegen habe ich den umgehauen. Dann habe ich es hier hinten bei Malborg, habe ich schon zwei oder dreimal spawnen sehen. Den habe ich ja wegen dem Mount Arc gefarmt. Da habe ich übrigens auch schon einen Mount Guide zugemacht. Und hier bei Reli, der auch einen Mount droppt, dort habe ich es auch schon spawnen sehen. Aber wie gesagt, es kann wahrscheinlich an jedem anderen Mob spawn oder Rare spawn aussehen. Und das kommt, also ihr haut den Rare, der ursprünglich da steht, um und ein, zwei Sekunden später spawnt er direkt raus und ihr braucht definitiv eine Gruppe, denn der Mob hat relativ viel Leben und der haut auch ziemlich raus. Also alleine werdet ihr den nicht töten können, aber wenn ihr eh da schon den Rare getötet habt, dann werden da wahrscheinlich schon ein paar Leute mit euch rumstehen. Gut, und sonst, wenn ihr einen blauen Strahl irgendwo aufleuchten seht, dann lauft da schnell hin, dann wird der Mob spawnen und wie gesagt, im Chat steht dann auch eine kleine Nachricht, dass er gespawnt ist. Also man kann es eigentlich relativ schlecht verpassen, wenn man so ein bisschen guckt. Gut, dann sind das alle Daten, die ich euch zum Mount geben kann. Ich blende es euch hier nochmal ein. Das oder auch nicht. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.